Ja, ich habe einen tollen Block neulich beim Action bekommen. Den habe ich, glaube ich, auch in meinem Haul gezeigt. Und ja, gestern war der Tag, an dem dieser Block endlich mal angebastelt werden muss. Ihr seht, die Hälfte des Blockes ist leer. Es ist ein großes, A5 großes ja, Scrapbook draus geworden oder Fotoalbum oder wie man es auch immer nennen möchte. Ich habe mit Washi-Tape gearbeitet. Das ist von Action gewesen, weil ich hatte nicht mehr genug oder kein groß genuges Blatt quasi, um es zu manteln. Habe dann quasi von innen mit, sieht man jetzt natürlich nicht mehr, weil ich das überklebt habe. Ich habe hier so ein cooles Gaffer-Tape geschenkt bekommen in Türkis. Und das hält so bombenfest. Fand ich super. Das habe ich quasi von innen gegen geklebt, habe dann die Seiten aufgeklebt und mit Washi-Tape das Ganze verziert. Damit Washi-Tape besser hält, nehme ich immer so eine kleine Mini-Klebemaus, die gerade weg ist. Oder eben sowas hier, meine ATG. Mach so einen Klebestreifen drauf und dann klebe ich quasi das Washi drauf. Dann geht es auch nicht ab. Habt ihr da Tipp? Macht ihr das anders? Könnt mir gerne mal Bescheid geben. Würde mich ja mal interessieren. Ja, das Mini-Album ist sehr einfach gehalten mit ein paar Klappseiten. Ich habe halt bei den Bildern so ein bisschen drauf geachtet, dass die so ja, hier ein bisschen zusammenpassen. Dann auf dem nächsten habe ich wieder drauf geachtet, dass es gar nicht zusammenpasst. Also ich habe ihm immer Mühe gegeben, ne? Das ist mit einem kleinen Magneten. Ich liebe dieses Tor irgendwie total. Dann hier so mit so einer Art Planet. Da habe ich quasi aus einem Blatt mit meiner Ringstanze habe ich einen der Planeten ausgestanzt und dann ein schwarzes Teil hintergeklebt, dass es so ein bisschen planetenartig aussieht. Finde ich ganz hübsch. Dann ist hier wieder zum Klappen. Hier habe ich mich dummerweise vermessen gehabt. Ich weiß nicht, warum ich hier einen Zentimeter zu wenig abgeschnitten habe, aber naja, jetzt ist da hier noch so ein Zwischenteil. Ist jetzt so, ne? Und wie ihr auch ganz unauffällig erkennen könnt, dadurch, dass ich ja die Seiten immer mit dieser Technik mache, dass quasi das hier ist eine Seite, das hier ist eine Seite und so weiter, ist mir beim Kleben versehentlich, statt es so rum zu machen, es so rum gewesen. Aber es ist auch ganz hübsch. Sieht ja auch schön aus. Könnte ja auch so gewesen sein im Original. Nein, war es nicht. Weiß ich ja. Aber ja, dadurch ist es jetzt falsch rum quasi. Aber es ist nicht schlimm. Ja, hier habe ich nur eine Einsteckkarte gemacht, die man dann noch mit Fotos bekleben kann. Hoppala, jetzt will sie nicht mehr rein. Das könnte man ja mal dazu machen. Ja, hier habe ich wieder meine Wasserfalltechnik gemacht. Ich liebe es. Also es macht so viel Spaß. Ich lege es mal hin. Dann kann man euch das auch besser zeigen. So, ups. Das ist einfach cool. Ja. Dann hier habe ich mit Aufklappen nach oben, nach unten. Und ich finde auch dieses Muster mit dem Lila zusammen. Also ich finde das so richtig, richtig hübsch. Hier habe ich wieder so eine Karte dann gemacht. Ups. Hier nochmal zum Klappen. Also hier ist gar nichts. Siehst du, ich dachte, da muss man aufklappen. Nee, ich habe auch mal was ohne Klappen gemacht. Und die letzte, die hier ist was zum Einstecken. Ja, und da habe ich mich so ein bisschen ausgetobt. Ich finde es toll, mir gefällt es richtig, richtig gut. Ich mag auch hier vorne dieses Muster mit den Sternzeichen so. Also ein sehr, sehr schönes Papier, muss ich sagen, ist von Action. Also wer es noch kriegt, kann da Glück haben. Drücke ich euch die Daumen. Ich finde es super. Es verbastelt sich unglaublich schön. Ja, das war's auch schon wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dann. Bye, bye.